Herzlich willkommen zurück zu Injustice 2 mit Arezo. Ich bin Arezo und wir machen heute die Story weiter. So, fortfahren. Shield concentrates its energy at your point of attack. Move faster than it can, and you might break through. Got it. Creative, but insufficient. Decrease shield refresh interval to 10 picoseconds. I couldn't find his body. Can't hear his heartbeat. I was supposed to protect him from this, from you. And now he's gone. I'm sure that's the best news you've heard all day. I'll miss him too. You mean that? He was a good friend once. I trusted him with my life. But the Joker got to him, and I wasn't there to stop it. I lost my friend Clark, and I've missed him ever since. Atlantis? Gone. I didn't listen. Now, we all die together. No one's giving up yet. Anyone hear from Beetle or Firestorm? This is your fault, Bruce! Cal and I would have beaten Brainiac. You should have followed our lead. Stop it, Diana! Millions of people are trapped on that ship. We have to save them. Not we can. Such discord. No wonder humans have yet to expand their civilization beyond the confines of this tiny planet. Did you call in just a gloat? My betas are taking position all across your planet. In 1 hour, they will explode in unison, burning the Earth's atmosphere, rendering this world a barren moon. Unless you surrender Clara Zor-El. She is Krypton's sole survivor, and my last opportunity to study the effect of a yellow sun on Kryptonian cells. Surrender her, and I will spare this world.
Even if I thought you'd honor that deal, we wouldn't take it. You have 1 hour to reconsider. Thanks for giving the new girl a chance, but... maybe I should go. No. We'll find a way to take down Brainiac's shields. We have to. We could try shorting them out, but we'd need to generate an insane amount of power. Perhaps science is not the answer. So he might be vulnerable to a magic-based attack. I can drive the immense magical power from the Rock of Eternity through the gateway in Khandaq, but I need an artifact, a medium to channel it. Something that can withstand the power. How about the Trident of Atlantis? Yes, that could work. We get the shields down, then what? Cyborg said Brainiac controls the ship with his thoughts. But I did cut him off from Brother Eye. It's possible I could make a signal disruptor that blocks his neural network. If you get Brainiac's shields down, we can disarm those beta bombs. Then that's our plan. Aquaman, Adam, get to Kanda. The Rock of Eternity is hidden in a pocket dimension. I've refrained from opening the gateway to it since Brainiac's invasion. Because it would draw his eye. Precisely. Once the door is opened, it's only a matter of time before Brainiac attacks. A fight I look forward to. Ancient ones, unveil the golden path to me. In your names, Shul, Haru, Aman, Zahoti, Atan, Mehen. Black Adam has revealed Khandaq's power and its location. The Society will obtain a sample of the Rock of Eternity for me. I wish to study Earth's so-called magic. The Society is disbanded. They thought Earth would be theirs to conquer, not yours to destroy. And you, Grodd? Earth can go to hell. I serve Brainiac. As you should. I will give you new soldiers. Bring me that sample before the Earth is destroyed, and your loyalty will be rewarded. Let's work quickly. Don't bother. There's no time left. An extractor ship is on its way. Khandaq will be Brainiac's. Grodd will not defile Khandaq. Such misplaced pride you have, compared to my achievements. You are nothing, Adam. So, und da sind wir wieder. Ich habe meinen Großteil des Videos jetzt rausgeschnitten. Da hatten wir nochmal wirklich das gesamte seit dem Disput zwischen Supergirl und Superman. Au. Und das waren über 10 Minuten. Das könnt ihr euch also in der letzten Story-Folge nochmal angucken. Was jetzt eben nicht direkt zu Khandaq gehört. Aua! Au! Oh oh. Gut. Das haben wir ohne Probleme abgewehrt. Aua! Wobei ich noch einen Kommentar zu der Superman-Explosion gerne sagen würde. Ich bezweifle wirklich, dass er gestorben ist da. Ich meine, wenn wenn Supergirl keine Zeichen seiner Leiche findet, ist das schon ein eindeutiges Indiz. Und ich schätze fast, dass so Batman was damit zu tun haben wird. Shove my fist up your famous last words.
So, machen wir ein bisschen Schaden. So. Und ich schätze fast, dass Batmans Auftrag an Firestorm was damit zu tun haben wird. Come out, Grodd. Face me. Au. I require no assistance. Here comes the cavalry. Fitting that you two die together. The last of mankind's monarchs. What kind of ruler sacrifices his own people for Brainiac? My loyalty isn't to Brainiac or Gorilla City. It's to myself. I'll wait until that alien exposes his weakness and kill him with his ship. I will be unstoppable. I've had my fill of Grodd's charade. Your hubris will be your undoing. It isn't hubris when one is truly exceptional. Die Frage ist, wie stark Grodd jetzt hier eigentlich ist. Ich meine, er muss normal kämpfen hier. Aber trotzdem ist er in der Lage, zwei Leute wirklich direkt zu kontrollieren. Au! Na. Fang. Oh, das hat er lieber geblockt. Ich hätte nicht gedacht, dass das blockbar ist. Ich weiß nicht, ob die Kugeln noch irgendwie anders einsetzbar sind, aber sie sind ein schöner kleiner Bereichschild. Wenn der andere in die Nähe kommt, greifen sie ihn an und machen Schaden. Aua. Meine Reichweite ist auf jeden Fall nicht so gut, wie ich sie gerne hätte. Au. Oh, dass das getroffen hat, überrascht mich etwas. Toller König. Macht sein eigenes Königreich kaputt. You were dead. The scarab's hard to kill. Batman told me you guys needed a hand. Consider me your sidekick. Come along. How does this work exactly? We imbue your trident with a spark of the rock's power. When its full might is released, it will seek out your weapon. Your thoughts will guide the wizard's power to its final target. I am ready. Neil, what are you doing? My bidding. A sleeper agent. To lead you here. Despite the power of his scarab, the boy was easily manipulated. Now, Jaime, kill them. So many ways to kill you. The scarab's gimmicks are no match for the Rock of Eternity. Ja, aber den benutzen wir ja jetzt hier gar nicht. Wir kämpfen ja normal. Also normal für Adam.
Aua. Der ist mir ein bisschen zu schnell. Au. Ah, das ist aber nicht freundlich. Okay, wir versuchen weniger mit Spezialfähigkeiten rumzuspielen und greifen direkt da an. Oh, cool. Noch eine Pyramide weniger. Aua. Da bin ich ein bisschen zu weit gehopst. Au, nicht nett. Verdammt, ich darf mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Au. So viel dazu. Okay, noch ein Versuch. Warum haben wir denn jetzt so einen langen Ladebildschirm dafür? Sollte doch eigentlich recht schnell gehen, einfach wieder alles zurückzusetzen, oder? Ja, wir bleiben bei Black Adam. The Scarab's gimmicks are no match for the Rock of Eternity. Und diesmal greifen wir direkt ein bisschen, ja, direkter eben an. Aua. Okay, jetzt haben wir einen in der Ecke, das ist schon mal hilfreich. Oh oh, nicht gut. Sehr gut. Au. Ah, verdammt. Ich dachte, er wäre gerade mitten im Angriff. Da kommt, experimentiert mal ein bisschen weniger rum, sondern benutzt das, was man einigermaßen kann. Klappt's. Und jetzt Quad. Frage, warum kämpfen wir nicht zu zweit gegen ihn? Achso, deswegen. You would have been a valuable contributor to my society. My need bends to no one. So, jetzt dürften wir der Schnellere sein. Au. Au, au. Verdammt. Jetzt habe ich mich selbst in die Ecke manövriert. Als ich ihn eigentlich näher da, nicht näher, sondern weiter reindrängen wollte. Gut, da hat er sich im Prinzip selbst erledigt.
indem er die Deckung runtergelassen hat, während meine Kugeln noch aktiv waren. Das war jetzt gutes Glück, dass das hingehauen hat, weil er nochmal hochgehopst ist, nachdem er auf die Erde, auf der Erde gelandet ist. Gut, er kann sich jetzt natürlich ein bisschen heilen, hat nur einen Balken dafür benutzt, bleibt also gefährlich. Der Obelisk dort sieht aus, als könnte man werfen, aber ist nicht. Leider. Und Kapitel abgeschlossen. Das war jetzt brutaler, als ich vermutet hätte. Empty. So not much has changed. Mary, Arrow, out of the way! Cyborg, where's that signal disruptor? Coming at you. All you have to do is hit the trigger, but it only jams a local area. You need to get within arm's reach of Brainiac. Good. Shields are down. Supergirl, on me. Victor, help the others fight those betas.
signal gets stronger this way. What is it? Voices. Millions of them. Languages. The Kryptonians. Kandor. Argo City. Home. We have to help them. I'm not sure we can. There has to be a way. Until recently, I had thought my collection of Krypton to be complete. Your capture will make it so. You have failed in every effort to oppose me. You are not exceptional. Merely an ordinary specimen of a primitive species. Dispose of him. Where's Kara? Captured. Somewhere on board. We'll find her. But we only have 20 minutes before Brainiac's betas scorch the Earth. Why aren't the others here? They're attacking the betas, just in case we don't pull through. We will. Walking bomb. How do we get past him? Swamp Thing 2? Brainiac has unlocked the Queen's power. He has mastered the Firestorm Matrix. All knowledge will be subsumed under his collection. Gut, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Enough about Brainiac and his collection. You talked a big game back at my cell. Let's see how you stack up. Your immense power is finite. The Firestorm Matrix has no limits. So. Ja, ich habe keine Ahnung, wie er die ganzen Leute kontrolliert. Soweit ich weiß, hatte Brainiac nie irgendwelche Fähigkeiten in der Art. Andererseits habe ich auch keinen wirklichen Überblick darüber. Also ist einfach viel zu viel, als dass ich mir das alles merken könnte. Ganz davon abgesehen, dass wo ich nicht die ganzen Comics zur Verfügung habe und deswegen immer nur Wissen aus zweiter Hand habe. Na gut, nicht immer, aber sehr oft. Deswegen kann es durchaus sein, dass mir einfach mal was in der Zusammenfassung gefehlt hat.
Gut, wir machen das Ganze jetzt als Superman. Batman haben wir ja schon mal gemacht und ich will die Leute alle zeigen, bevor ich die Reihe beende dann. Was irgendwie witzig ist, weil ich die Reihe vor 3 Tagen angefangen habe, nee, vor 2 Tagen. Und jetzt schon drüber nachdenken muss, wann ich die endlich beenden kann, weil das viel zu viel Speicherplatz frisst. Außerdem will ich das Ganze eher in den Stream verlagern. Gut, ja. Wie gesagt, Superman ist zurück, aber offenbar nicht durch Firestorm. Ja. Wo genau er jetzt so war, also ich bin gespannt auf die Erklärung. Gut, wir beenden hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.